Erstmal muss das Rad aufgemacht werden, damit man mehr Platz hat. Das ist der defekte Kotflügel. Muss jetzt ausgetauscht werden. Wagenheber, Räder aufmachen, das Rad aufmachen. Muss erstmal die Verkleidung aufgemacht werden. Wird mit so einer Schraube. So sehen die Schrauben aus für die Verkleidung. Werden mit dem Tox-Schlüssel geöffnet. Und so kriegt man die gesamte Verkleidung raus. Da haben wir die Verkleidung jetzt raus. Jetzt. Der Kotflügel ist befestigt mit Zähneschrauben. Also mit Zähnenuss kann man die alles aufmachen. Hier 1, 2, 3, 4 Schrauben. Unter gab auch mehrere Schrauben. Auch muss sie zu lösen und auf der anderen Seite auch sind zwei Schrauben hier versteckt. Wichtig ist dieses Teil. Dieses Teil ist hier reingesteckt und da muss man einfach von innen mit einem Schraubenzieher, das ist einfach hier aufbiegen zum Aufkriegen. Dieses Teil, dieses Kunststoffteil, hat an mehrere Schrauben befestigt, an dem alten Kotflügel. Da sind 1, 2, 3 Schrauben, das sind auch Tox-Schrauben. Die werden auch aufgemacht, auf den neuen Kotflügel drauf montiert. Und müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Das ist diese Stelle, wo es einfach problematisch ist. Der Rest ist ziemlich einfach. Neben der Scheibe direkt versteckt sich noch ein hier, das ist eine Schraube. Quasi der Kotflügel war hier rein. Hier rein. Muss ich hier bitte. Ich guck mal. Und da ist es ganz versteckt, muss man hier diese Lappe aufmachen. Also weg, hoch. Heben und kommt man schon dran. Danach ist der Kotflügel fertig und jetzt muss man einfach hier den Blinker rausnehmen. Das sieht so aus. Muss man nur von der Seite, das war hier drin, von der Seite drücken. Man drückt hier drauf auf diese Lappe und zieht es raus. Ganz einfach. Natürlich auf der anderen Seite ist dieses Kabel dran. Zieht man nur auseinander. Das war einfach so reingesteckt. Und dann haben wir jetzt aufmontiert und jetzt montieren wir einfach diese Kotflügel raus. Jetzt zurück und so haben wir einfach diese alte, defekte Kotflügel weg. Wichtig, nicht wegwerfen, da sind dann Kunststoffteile waren hier drin. Diese Kunststoffteile sehen so aus. So sehen die aus, die Kunststoffteile. Sie haben hier Innengewinde und die waren hier reingesteckt, in dieser Stelle, hier drin. An diesem Löcher. Und dann haben wir jetzt rausgenommen, man drückt sie von außen, muss man nicht verlieren, auf den neuen Kotflügel. Genauso wie diese Lasche müssen wir auch mal aufmachen. Wichtig ist, diese Spalt müssen die gleich sein, wie das Original auf der anderen Seite. Und das zu justieren geht über diese Schrauben. Man macht die auf, hier hat man Langlöcher, man kann das in diese Richtung schieben oder in die andere Richtung, dann hat man hier, sieht man hier die Spalten korrekt. Nicht zu vergessen, natürlich innen die gesamte Verkleidung, alle Schrauben festzuziehen, damit es nicht am Rad schleift. Wie an dieser Stelle kann man nachher alles zumachen. Jetzt macht das Auto wieder mal runter, haben wir das Rad wieder mal dran. War gut. Pizza gibt's dann noch.